Es ist ein Generationenduell. Ein junges, dynamisches Schülerduo kämpft in 13 spannenden Spielen gegen das geballte Wissen zweier erfahrener Lehrer. Obwohl der Spaß im Vordergrund steht, geht es natürlich um reichlich Ruhm und Ehre. Um bestmöglich abzuschneiden, haben sich die Pärchen bestimmt professionell vorbereitet, oder? Also wir sind gekommen um 4:30 ungefähr und Vorbereitung war jetzt einfach gemütlich zusammensitzen, nochmal den Gegner auschecken. Ja. Der Gegner ist mit in der Kabine, der Herr Krautzur. Was ist denn so eine Kampfansage? Wieso gewinnen halt Lehrer? Boah, kann ich nicht sagen, ob die wirklich die Lehrer gewinnen. Die zwei sind echt brutal fit, muss man ehrlich sagen. Also Kampf auch auf Augenhöhe mindestens. Die Schüler sind da schon optimistischer. Leo war und ich würde mal sagen, wir sind von Grund aus ziemlich sportlich, ja, und breitschichtig aufgestellt. So. Und ich habe mir ein paar Spiele angeschaut bei Schlag den Raub, aber ansonsten werden wir da einfach reingehen und das Beste machen, was wir können. Ja. Die Lehrer sitzen gerade hinter, ich höre euch zu, was ist denn so eine Kampfansage? Ja, wir rocken das. Genau, wir rocken das. Wir hauen die weg. Mit einer riesigen Entourage ging es dann in die mit knapp 800 Zuschauern ausverkaufte Halle. Und da bekamen die Kandidaten wohl zum ersten Mal Gänsehaut, denn es war schon eine bemerkenswerte Atmosphäre. Hauptverantwortlich dafür war Birgit Volland, die gemeinsam mit ihrem P-Seminar Sport und einem riesen Technikteam dieses Event auf die Beine gestellt hat. Also die Idee war am Anfang gleich schon so, ja, das machen wir. Und waren sehr begeistert natürlich, weil man Stefan Raab halt einfach gern schaut und kennt. Und dann ging es darum, dass wir die Spiele entwickeln. Jeder von meinen 16 Teilnehmern hat ein Spiel entwickelt, musste das auch vorstellen, präsentieren. Wir müssen ja doch immer noch Noten vergeben, leider. Und ab dann haben wir eigentlich angefangen, uns ums Sponsoring zu kümmern, was so eigentlich die größte Hürde war, die wir genommen haben, die finanzielle. Jedes Spiel wurde im Einzelkämpfermodus bestritten. Los ging es mit Rinus gegen Herrn Wagner. Die beiden mussten Kastanien in eine Schale legen. Verloren hat derjenige, bei dem eine runterpurzelt. Herr Wagner, so schwierig ist es nicht. Ihre Physikschulaufgaben sind schwerer. Also es steht unter dem Motto Geschicklichkeit, aber die Ausdauer ist auch erforderlich hier. Ein paar Kilometer machen Sie schon. Herr Wagner, nicht unter Druck geraten. Ah. Oh. Somit ging Spiel 1 an die Schüler. Im nächsten Spiel konnten sich die Lehrer in Person von Frau Meindl den Ausgleich sichern. Und bei Heddes schaffte Herr Wagner sogar den Führungswechsel. Ja, die Spieler kommen schon. Ja. Super. Ja. Jetzt sieht es doch eher wie eine Seerobbe aus. Ja, das war wieder so ein Tannenroller geworden. 4 Punkte gehen aufs Konto der Lehrer. 1 Punkt für die Lehrer. Für den nächsten Hingucker sorgten Liobar und Herr Wagner, als sie versuchten, blind mit einem Ball in das Tor des Kontrahenten zu werfen. Und im Applaus. Super, kann ich jetzt ableiten, was sie gehalten hat, oder? Also vor der Mittellinie muss er aufkommen. Ja. Aber ich weiß nicht, wo die Mittellinie ist. In der Mitte, Liobar. Ja, das sehe ich ja nicht. Sauerei. Ich könnte schon wieder was über die Haarfarbe sagen. Im folgenden Spiel war Geschicklichkeit gefragt, denn es ging darum, das Mittelteil einer Brezel herauszubrechen. Und selbst für die Siegerin Frau Meindl war das gar nicht so einfach. Also am Anfang ist es echt komisch, weil man am Anfang erstmal so eine Taktik finden muss. Und ich habe dann einfach nur noch mit dem Fingernagel gekratzt und habe gehofft, eben, dass die Brezel standhält. Rinus brachte das Schülerduo dann wieder einen Schritt vorwärts. Denn er stellte beim umgedrehten Liederraten unter Beweis, dass er in Sachen Musik mehr Ahnung hat als sein Lehrer. Ich habe dann einfach auf die Stimme des Interpreten gehört und ich glaube, so die Klangfarbe hat es ausgemacht, weil von der Melodie ist ja nichts wieder zu erkennen. Nachdem lange alles offen war, konnten sich die Schüler im vorletzten Spiel einen Matchball holen. Und im Geschicklichkeitswettbewerb hieß es dann Teamwork. Ein Hula-Hoop-Reifen musste mit so viel Drall geworfen werden, dass er wieder zurückkommt. Und damit hatten es die Schüler geschafft. Die Lehrer waren besiegt. Ja, es war aber echt mega geil. Also einmalig auf jeden Fall. Genau, ein Auf und Ab der Emotionen schon fast. Und ja. Am Ende noch alles gut ausgegangen. Also kann man sagen, dass es wirklich ein erfolgreicher Abend war. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht und das ist das Wichtigste. Ja. Ein rundum gelungener Abend ging nach rund 4 Stunden Spielzeit zu Ende.
Zwei kompetente Moderatoren, ein schlagfertiges Kommentatoren-Duo, hochmoderne Technik, ein gut vorbereitetes Organisatorenteam sowie natürlich vier überragende Kandidaten haben im Thurmeier-Gymnasium in Straubing für eine Samstagabendshow der Extraklasse gesorgt.